Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Die letzte Folge haben wir damit aufgehört, dass wir hier im dunklen Wald sind mit unserem Karren und wir machen uns natürlich weiterhin auf die Suche. Wir brauchen vor allem Zinn. Ich werde den Karren jetzt doch erstmal mit mir führen, weil wir können ja auch währenddessen wir den umgeschnallt haben, unsere Spitzhacke ausrüsten und trotzdem noch nebenbei gucken, ob wir was finden. Aber das scheint alles nur normales Stein zu sein. Haben wir zwar auch nicht unbedingt viel, aber das müssen wir nicht im dunklen Wald sammeln. Das gibt's auch in den netteren Landschaften bei uns zu Hause. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt auf die Suche nach Zinn, denn Zinn macht Sinn. Damit wir dann auch zeitnah ein Schwert bauen können. Bei Kupfer hatten wir ja, glaube ich, mittlerweile genug. Aber am Zinn fehlt es. Wo sind wir denn? Wir sind hier oben. Na, dann können wir ja gleich mal hier noch ein bisschen die Gegend erkunden. Ich denke mal, hier vorne wird dann auch zeitnah Wasser kommen. Wir müssen mal unbedingt noch was futtern. Aber dann sieht es sehr, sehr gut aus. Und dann würde ich auch sehr gerne, sobald wir genügend Zinn haben und alles damit machen konnten, was wir wollen, sehr gerne mal anfangen mit einer Schweinezucht. Da hinten ist noch so ein Opferstein. Waren wir da schon? Ne, da waren wir noch nicht. Eine Nixe. So ein Nixenschwanz wäre eigentlich gar nicht verkehrt, aber ich möchte jetzt nicht extra dahin laufen. Ja, auf die Schweinezucht freue ich mich nämlich wirklich schon seit ein ganz paar Folgen. Das war aber flink. Hört diese Worte von Ulf, einem armen Siedler in einem fremden Land. Du wirst hier gute Steine, gutes Holz. Das haben wir doch alles schon tausendmal gelesen. Steht irgendwie immer dasselbe auf den Opfersteinen oder auf den Runensteinen. Opfersteine sind es ja nicht. Und wenn wir jetzt hier runterlaufen, dann kommen wir wieder genau da raus, wo wir schon waren. Das möchte ich eigentlich ungern. Einerseits gab es dort eine Horde an Grauzwergen oder Gräulingen. Und ich möchte natürlich auch mal ein bisschen neue Landschaft entdecken. Was liegt hier? Leder. Ach, das war noch vom Wildschwein. Habe ich gar nicht aufgehoben. Ich will nicht wissen, wie viele Sachen ich schon habe liegen lassen. Wird bestimmt schon einiges zusammengekommen sein. So ein bisschen Zinn wäre schön. Aber irgendwie finden wir hier gerade gar nichts mehr. Da hinten ist ein Grauzwerg. Haben wir hier Schönes? Ich glaube, da hinten kommen die Nächsten. Na, wir müssen erstmal kämpfen. Komm, mach's ab. Perfekt geblockt. Ach Mist, dem wollte ich noch ausweichen. Geh von meinem Karren weg. Ist meiner. Also die mit dem Stern halten auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke mehr aus. Wirf doch nicht mit deinen Kackklumpen rum. Los! Ich habe wirklich Angst, mal diesen Karren zu verlieren. Den könnte man automatisch auf der Karte markieren. Das wäre auch noch klar. Schön gewartet, bis ich das Ding wieder umgeschnallt habe. Und du kriegst auch noch deinen Schlag. Ach klar. 1 Millimeter Leben hat er natürlich noch. Und die, ja, die kommen halt wirklich immer in Armeen, ne? Das ist Wahnsinn mit den Typen. Da unten leuchtet irgendwas. Schauen wir uns gleich noch an. Ach. Das war aber anscheinend ein perfekter Treffer. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel Zeug von euch einsammeln. Was haben wir denn hier? Auch alles noch von Gräulingen oder Grauzwergen. Und hier auch anscheinend haben die gegen irgendwas anderes gekämpft. Hirschfell. Entweder Grauzwerge gegen Hirsche.
Oder hier erwartet uns noch irgendwas Größeres. Hä? Ah, ist hier noch ein Bienenstock drin? Da wäre ich gar nicht so traurig drüber, dass wir gerade vergiftet wurden. Mal noch schnell das Zeug einsammeln und dann möchte ich gern den Karren mal ein Stück weiter hier vorfahren, weil ihr kennt mich, meine Orientierung. Ich habe gar keine Lust, dass wir den dann verlieren. Hat zwar nur ein paar Bronzenägel gekostet, aber muss ja nicht sein. Also müssten wir ja jetzt hier drin einen Bienenstock haben. Jawohl, da haben wir Nummer 2. Und... Ach du Scheiße, was ist denn das? Ein Troll. Gibt's doch nicht. Ich wollte es fast sagen, als ich hier die toten Hirsche und so gesehen habe. Dachte erst, oder? Ich habe ja nur sowas funkeln gesehen in der Ferne. Wollte eigentlich sagen, na nicht, dass hier ein Troll wütet. Dann habe ich aber Hirschfälle gesehen, dachte mir, Krautzwergen gegen Hirsche. Kann ja sein. Und was kommt natürlich um die Ecke? Hat er jetzt unseren Karren kaputt gemacht? Haben wir schon eine Bienenkönigin und Bienenstock eingesammelt? Auch nicht, ne? Ach, Mist. Oder? Haben wir es schon? Ich sehe es nicht. Wo ist er hin? Und dann noch so eine Krautzwergenarmee oder Gräulingarmee. Das ist, ach, und keine Ausdauer mehr. Geil. Da oben ist der Troll. Wir müssen uns auf jeden Fall hier einen Punkt machen. Wir nennen es einfach M. Ganz egal. Hauptsache, ich weiß, wo mein Karren steht und wo das andere Ding noch ist. So, jetzt müssen wir uns fix was reinfüttern. Dann könnten wir uns Eiktür aktivieren. Haben nämlich auch echt kaum noch Leben, ne? Ja, ist doch gut, Mensch. Das sind echt viele und wir haben bloß noch 40 Leben. Das ist mir eigentlich gerade nix. Ich weiß nicht, wo der Troll schon wieder hin ist. Hat er uns jetzt in Ruhe gelassen oder kommt er jetzt auf einmal um die Ecke? Also einen dritten Tod jetzt möchte ich nicht. Wir sind so gut durchgekommen am Anfang. Einmal reinschlagen und alle treffen, wäre natürlich das Beste. Ich glaube, der Troll hat uns in Ruhe gelassen. Ja, das haben wir bei dem ersten ja schon gesehen, dass er generell relativ schnell wieder von uns loslässt. Ach, komm schon. So, jetzt ihr beiden weg. Oder einer zumindest erstmal. Ah, das jetzt nicht bitte lecken. Danke. Ach, ich habe kaum noch Ausdauer und da kommt schon wieder der nächste. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch geblockt, aber er hat nicht genug Ausdauer. Verdammt. Gut, Troll ist erstmal weg. Da hat er doch direkt einen Grabstein hier. Siehst du, so böse bin ich gar nicht. Gut. Wir tragen schon wieder zu viel. Wegen einem Stein. Da ist er. Der Kleine. Erlegen würde ich ihn schon gerne. Weiß halt immer noch nicht. Wir haben noch nicht geguckt wegen der Kupferrüstung. Aber selbst wenn, wird die natürlich auch noch eine ganze Weile dauern, also ist Trollleder vielleicht schon erstmal die bessere Alternative. Lasst mich nochmal ins Inventar schauen, aber wir haben keinen Bienenstock, keine Bienenkönigin gekriegt. Weiß halt nicht, ob wir das immer bekommen. Vor allem weiß ich nicht, was es gerade ausgewirkt hat, dass der Troll mit seinem Baumstamm da gerade einmal drauf gepfeffert hat. Wo ist er hin? Hallo? Hallo?
Das ist alles nur Holz. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ja, er schlägt halt einmal zu, wir sind tot, ne? Hier drin hätte es ja liegen müssen, aber hier liegt nichts. Hier haben wir auch bloß, obwohl die Pfeile kriege ich. Obwohl wir sind fast überladen, wir lassen das lieber. Hier liegt aber auch nur Holz. Das finde ich ein bisschen schade gerade. Hier hinten vielleicht? Bienenkönigin. Kein Platz im Inventar. Was werfen wir weg? Leder? Nixenschwanz? Komm, so ein Hirschfell, oder? Obwohl zwei Holz. Honig haben wir auf jeden Fall bekommen. Und hier noch die Bienenkönigin. Gut, dann passt es. Die würde mich trotzdem noch... Dieser Baum log. Ich hab's genau gewusst. Immer hat er mir Mist erzählt. Würde trotzdem ganz gerne noch den Troll erledigen. Dachte gerade, das ist er. Wo ist der bitte hin? Ach, dort. Da guckt ein Arm aus dem Baum raus. Das ist, glaube ich, nicht normal. Würde halt nur ganz gerne etwas auf Entfernung gehen. Da läuft er. Na Mensch, komm her. Nicht getroffen, aber Aggro gemacht. Jetzt frisst es uns gerade die Ausdauer weg. Kommt aber einen großen Bogen gelaufen. Von da hinten. Ach Mensch, weicht er nicht immer aus? Muss doch nicht sein. Ich treffe ihn einfach nicht. Ich glaube, der hat auch gar keine Lust auf uns. Uns nochmal schnell was hinterher futtern. Ja, hier ist ein bisschen doof mit den ganzen Bäumen. Ich glaube, wir müssen den von der anderen Seite anlocken. Ach, Mann. Oh, jetzt macht er Bäume kaputt. 2 Sterne. Kann nichts Gutes bedeuten. Kann den nicht mal blocken, ne? Weiß nicht, ob ich nur zu spät dran war, aber ich dachte eigentlich nicht... Nee, können die nicht komplett blocken. Hui. Und so schnell kann auch eine Ausdauer wieder leer sein. 4 Stück. Ich weiß auch nicht, wie die sich vermehren. Ich halt gerne erstmal den mit den 2 Sternen weg. Dann wäre mein Leben etwas ruhiger. Jetzt haben wir ihn gleich. Nein. Da war die Ausdauer schon wieder leer. Wir müssen unbedingt Met oder sowas aus dem Honig herstellen. Irgendein Getränk, was die Ausdauer fix pusht. Wäre auf jeden Fall Gold wert. So, und du auch. Dankeschön, jetzt haben wir euch alle. Essen ist voll. Feuersteinaxt ist zerbrochen, aber wir haben ja zum Glück eine zweite. Und dann schauen wir jetzt nochmal... Wo denn hier genau der Troll schon wieder rum? Da ist er. Diesmal kriege ich dich. Zack. Das hat auf jeden Fall getroffen. Der muss auch getroffen haben. Wäre natürlich gerade schöner mit Feuerpfeilen oder Feuersteinpfeilen. Aber das... Ach, und der nächste. Greif mal den Troll an. Uah. Wirklich das Gefühl, die sind schneller geworden. Rauzwerg. Ah, dann nicht mit den Fäusten. Uiuiuiui. Nimm doch mal das richtige Werkzeug. Dankeschön. Ach, mit so einem Krautzwerg dazwischen ist halt nervig, ne? Verplemper ich die ganze Ausdauer durchs Rennen? Eigentlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte ist. Das könnte hier noch Kupfer sein. Ah! Alter, wie schnell war der hier? Ach.
Ja, Ausdauer ist halt wirklich das A und O, ne? Wir sind gleich tot, wenn sich hier nicht was tut. Ah, natürlich, in der nächste. Ich glaube, ich lasse das gleich. Ich glaube, Droll hat eh von uns abgelassen. Jetzt lasst uns mal eben schauen, wo er ist. Ich glaube, halb so viel Leben hatte er noch. Lief eigentlich gar nicht verkehrt, wenn der Krautzwerg nicht gewesen wäre. Trolli, 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 wo bist du? Da hinten. Ich hab dich vermisst. Weißt du das? Voll ins Gesicht. Ich hatte echt Angst, hier mal in irgendeinem Baum hängen zu bleiben. Na, zum Glück hat der noch getroffen. Warum hat der nicht getroffen? Ausdauer ist gleich wieder weg. Wir können nicht mehr rennen. Schnell den Bogen einstecken. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Generier doch Ausdauer, komm, futter was, was auch immer. Zum Glück lässt er immer so schnell wieder los und kehrt zurück. Dass der natürlich mittlerweile schneller ist als wir, wenn wir keine Ausdauer mehr haben, ist auch echt fies. Komm, das ist doch bloß noch ein oder zwei Pfeile. Müssen es doch gleich haben. Jetzt. Danke. Sehr schön, jetzt müssen wir schauen, was wir wegwerfen, weil das Trollleder nehmen wir natürlich mit. Bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Den Honig definitiv nicht. Die zwei Pilze könnten wir wegwerfen. Wie, kein Platz. Jetzt hat er Münzen aufgenommen. Münzen sind aber auch wertvoll. Wildschwein-Trophäe. Kriegen wir bestimmt noch genügend von. Ja, was denn jetzt? Jetzt hat er wieder Holz aufgenommen. Mann, nerv mich doch nicht. Ich möchte das Trolley da aufnehmen. Danke. Du trägst zu viel. Das kommt auch noch dazu. Wow, aber der hat ja echt eine ganz paar Münzen fallen lassen, ne? Wusste ich gar nicht. 310 Kilo, das heißt, wir müssen hier mal noch ein bisschen Stein loswerden. Ach, perfekt auf 300, habt das gesehen? Jetzt den Karren einsacken und dann geht's erstmal wieder nach Hause. Müssen mal ein bisschen Inventar loswerden, auch wenn wir das zwar alles in dem Karren, obwohl wir könnten es eigentlich auch erstmal alles in den Karren werfen. Und machen uns hier noch ein bisschen auf die Suche, dass wir nicht die ganze Zeit hin und her rennen müssen. Ich denke fast, das wäre besser. Dann verschwenden wir zumindest nicht immer eine Viertelfolge nur damit wieder nach Hause und wieder dahin. So, ich hatte mir doch hier einen Punkt gemacht, genau. Ich glaube, vor dem Haus hatte ich das Ding hingestellt. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es weg ist. Hatte ich doch hier hingestellt, oder bin ich blöd? Kann natürlich wirklich sein, dass der Troll das Ding kaputt gekloppt hat. Ah, das wäre sehr ärgerlich. Liegt auf jeden Fall überall nur Holz. Ich wollte jetzt bloß mal schauen, ob wir vielleicht Bronzenägel finden. Dann hätte sich meine Frage erübrigt. Was liegt hier noch? Holz und Tanne? Ja, wir standen ja zuerst hier oben. Dann kam die Grauzwergenarmee.
Und dann sind wir hier runtergegangen, weil ich das Haus gesehen habe. Zwecks Honig. Ich glaube wirklich, der hat es kaputt gemacht. Muss ich mir dann in der Folge nochmal angucken, ob man das im Augenwinkel vielleicht sehen konnte. Das ist alles nur Holz. Jo, sieht so aus. Da müssen wir wohl doch erstmal nach Hause. So leid es mir tut. Wir lassen die Markierung hier mal noch, dass wir dann später die Kiste noch leer machen. Jo, dann ist es leider so. Wir sind leider auch schon an dem Folgenende angekommen. Einen Troll haben wir erledigt. Eine neue Bienenkönigin haben wir. So schlecht lief es gar nicht. Und dann schauen wir mal nächste Folge. Entweder gucken wir nach Zinn oder wir machen gleich die Wildschweinzucht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht schauen wir erstmal nach dem Wildschwein. Hab da nämlich langsam richtig Lust drauf. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Ciao.